Ja, hallo Leute. Heute soll es um einen weiteren Tabak von Samuel Gavitz gehen. Und zwar um keinen geringeren als den 1792 Dark Candle Flake. Eine kleine Warnung vorweg: Also, dieser Tabak ist stark. Um nicht zu sagen, sehr stark. Wenn man eine Richterskala von 1 bis 10 hat, wobei der Illsted's Own. Dark Fired Plug, die 10 hat, dann hat dieser 1792er Flake mindestens eine 10,5. Warum möchte ich über diesen Tabak sprechen? Dieser Tabak gefällt mir sehr gut und das, obwohl ich eigentlich kein Freund bin von Vanillearomen, schon gar nicht in Tabaken. Nur hat aber dieser Tabak eine Besonderheit: Er ist in dieser Tonka-Bohne aromatisiert, die ein Vanillearoma beinhaltet. Allerdings anders als die normale Vanilleschote. Es ist irgendwie kräftiger auf dieser einen Art und Weise. Es ist würziger, es ist auch schärfer, ist aber nicht so süß. Also es ist anders. Also es ist irgendwie, weiß ich nicht, kann man, es gibt keinen Vergleich. Tonkabohne ist Tonkabohne oder Tonkinbohne, wie sie auch genannt wird. Und mit diesem Aroma dieser Tonkin oder Tonka-Bohnen ist dieser Tabak aromatisiert. Die Basis von diesem 1792er Dark Candle Flake ist Virginia und meiner Meinung nach ist dort auch Kentucky drin. Also ich glaube oder bilde mir zumindest ein, ihn ab und zu rauszuschmecken. Ich kann ihn ja mal kurz zeigen. Also dieses Dark Candle, das hat seine Berechtigung, weil dieser Tabak sieht so aus. Ja, es sind so, naja, irgendwie zusammenklebende Blöcke von recht dunklen Flakescheinen. Samuel Gavitz typisch sind dort die Dicken der Scheiben wirklich von Marke Epidermis bis Marke Baumrinde, da ist alles vertreten. Also ich weiß nicht, wie die ihre Maschinen dort einstellen oder ob da jemand Freihand cuttet, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Dieser Tabak kommt fast schon untypisch, nicht zu feucht aus der Dose, sondern er ist gleich rauchbar, also optimal konditioniert. Riechen tut er typisch nach dieser Tonkinbohne, gemischt mit einem Aroma von Leder und ein bisschen modrig. Also das denke ich mal, das sind diese beiden Tabake, diese Dark Fired und im Ofen, Moment, Dark Fired und im Ofen geröstet und aromatisiert. Das wird der Virginia und ich glaube auch dieser Anteil an Kentucky sein. Falls kein Kentucky drin ist, dann ist dieser Virginia sehr stark geröstet. Also dann definitiv, ja, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass der Kentucky drin ist. Genaueres habe ich bis jetzt auch noch nicht rausgefunden. Die einen schreiben auf den Online-Reviews Kentucky, die anderen sagen Burley. Keine Ahnung, ich bin der Meinung, Burley ist es nicht, weil von irgendwelchen Schoko-Nussaromen irgendwie in der Art merke ich bei diesem Tabak überhaupt nichts. Also das Einzige, was man wirklich merkt, ist am Anfang diese etwas andere Vanillesüße, gepaart natürlich mit der Stärke des Tabaks, dem Nikotingehalt. Und diese Süße tritt im Laufe des Rauchens immer mehr in den Hintergrund. Sie bleibt zum Schluss wirklich nur noch als dezente Begleitung übrig, weil die kräftigen Tabakaromen irgendwann vollends die Regie übernehmen. Also das ist dann teilweise, wenn man dann zu kräftig dran zieht oder zu hastig, dann wird dieser Tabak wirklich bitter. Also dann ist und beißt auch. Also das kommt schon öfter mal vor, wenn man dann doch mal zu doll zieht. Einen kleinen Tipp am Rande noch. Man sollte wirklich keine Pfeifen damit befüllen. Also jemand, der mir erzählt, dass er eine Pfeife mit sehr gutem mittleren Füllvolumen von diesem Tabak raucht, der bekommt von mir echt die Kugel aus dem Schrank. Und zwar die rote, weil dieser Tabak ist wirklich sehr nikotinhaltig. Ich bin es gewohnt, starke Tabake zu rauchen. Ich rauche den HH von McBaren, den Old Dark Fired, auch schon morgens oder vormittags. Mir macht auch der Irish Flake von Peterson nicht viel aus und der Illsted's Own, der Dark Fired Plug auch nicht.
Aber dieser Tabak, bei denen bin selbst ich vorsichtig. Also da rauche ich wirklich nur kleine Pfeifen von. Ich habe es mal probiert mit einer größeren Pfeife. Und nach der Hälfte der Füllung habe ich es aufgegeben. Also so viel Gummibärchen und Coca-Cola konnte ich gar nicht trinken, um diesen Nikotinflash Einhalt zu gebieten. Und von daher nur diese Warnung noch am Rande. Viel mehr gibt es zu dem Tabak gar nicht zu sagen. Außer dass er halt doch diese Entwicklung durchmacht von der, also andersrum, es ist sehr interessant zu beobachten während des Rauchens, wie diese Süße und also wie dieser Switch stattfindet zwischen den kräftigen Nikotin-Tabak, ledrigen, ja, wirklich altes Leder und schwere Erde, herbe, wirklich richtig herbe Aromen, dann immer mehr in den Vordergrund treten und diese Vanillesüße der Tonkabohne immer mehr verdrängen und irgendwann wirklich die Dominanz haben und wie soll ich sagen, diese Süße dann in den Hintergrund tritt. Ich weiß nicht, das ist so wie als ob man einen starken Assam-Tee trinkt, den man gesüßt hat, den man aber nicht umgerührt hat und der zum Ende hin immer süßer wird, nur umgekehrt. Also das ist irgendwie ganz komisch, das ist so der einzige Vergleich, der mir dazu einfällt. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, ich habe euch damit ein bisschen für den Tabak interessieren können. Ja, schönen Abend noch. Tschüss.